20 Jahre harte Arbeit für Mecklenburg-Vorpommern. Die CDU-Landtagsfraktion lud am 5. Oktober, fast auf den Tag genau 20 Jahre nach der ersten freien Landtagswahl in unserem Land, in das Ludwig-Bölkow-Haus der IHK zu Schwerin ein. Mit einem Festakt, zu dem rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verbänden gekommen waren, blickte man zurück auf zwei Jahrzehnte, in denen die CDU eine tragende Säule der parlamentarischen Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern war. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Harry Glawe eröffnete die Veranstaltung und freute sich zu diesem schönen Jubiläum mit vielen Vorreitern und Weggefährten auf die gemeinsame, erfolgreiche Aufbauarbeit und Entwicklung im Land zurückschauen zu können. Wenn ich daran zurückdenke, zwischen dem 14. Oktober und dem 26. Oktober 12 Tage. Eckart Rehberg wurde im Oktober 1990 zum ersten Fraktionsvorsitzenden der CDU in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Er erinnerte an den schwierigen Beginn. Alles war neu, niemand hatte ein Patentrezept. Ein Sprung ins kalte Wasser. Aber, so Rehberg, mit heißen Herzen. Die Anfangsjahre hat geprägt, dass wir das Land neu aufgebaut haben, dass wir auch unkonventionelle Entscheidungen getroffen haben. Und ich glaube, wenn man heute Mecklenburg-Vorpommern sieht, im Großen und Ganzen ist das sehr gut gelungen. 2005 übernahm Dr. Armin Jäger den Fraktionsvorsitz. Er erinnerte in diesem Rahmen auch an nicht immer einfache Zeiten in Regierung und Opposition, an Kontroversen auch innerhalb der CDU. Auch die ehemaligen Ministerpräsidenten aus den Reihen der Christdemokraten, Dr. Alfred Gomolka, der erste Regierungschef Mecklenburg-Vorpommerns, und sein Nachfolger Dr. Bernd Seite richteten das Wort an die Gäste. Sie brachten auch sehr persönliche Gedanken ein und stellten besonders die Dankbarkeit heraus, in einer Zeit großer Veränderungen und Entwicklungen in unserem Land mitgewirkt zu haben. Die deutsche Einheit ist ein großes Glück und war vor 20 Jahren alles andere als selbstverständlich. Diese Botschaft durchzog die Festrede des Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert. Viel zu oft wird zu Unrecht das bisher Erreichte und Geleistete zu gering geschätzt. Noch vor 21 Jahren hätte er niemandem geglaubt, heute hier stehen zu können und der CDU-Fraktion hier in Mecklenburg-Vorpommern zu diesem 20. Jahrestag gratulieren zu können, so Lammert. Angenehme Atmosphäre bot sich zum Ausklang dieses Festaktes dann die Gelegenheit, in angeregten Gesprächen die letzten 20 Jahre noch einmal ganz individuell Revue passieren zu lassen.